Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im LS22 auf der Amazon Farm 2.0. Einen schönen Freitag wünsche ich euch. Ja, Grüße und moin moin. Ja, was soll ich sagen, ne? Ich hab's ein wenig übersehen. Der Roder steht. Mann, oh Mann. Der Dieseltank ist leer. Mist. So ein Mist. Naja, was soll's, was soll's. Das heißt, wir müssen hier irgendwie ein bisschen Diesel ran organisieren. Ich habe schon mal den Steier losgeschickt. Der einzige Traktor jetzt, der gerade frei ist, zum Shop. Wir müssen uns ja ein Dieseltransportfass, irgend sowas kaufen. Ja, das ist jetzt blöd gelaufen, ne? Da ist halt die Frage, was gibt's da Schönes? Ja, ist bei Tierhaltung, da ist so ein Fass, die haben nur Wasser. Das Fass kann Milch, Wasser, Herbizid, Pflanzenschutz und so ein Kram. Die können Milch und Wasser. Nee, da ist nichts dabei. Bei Gülletechnik sind da Dieseltransportdinger dabei? Nö. Nö. Das hier? Nö. Das auch nicht. Ich habe gedacht, vielleicht kann ich das irgendwie kombinieren, aber nee, leider nicht. Das LSFM-Pack habe ich leider nicht drauf. Ist sehr egal. Da müssen wir das gute alte. Hier. Dieselfass nehmen, ne? Sonst gibt's ja nichts, oder? Nö. Sonst haben wir nichts. Ja, müssen wir das nehmen. 30.000 kostet das Ding halt, ne? 30.000 Flocken. Was kostet das in der Miete? Ja, 1.500. Aber wir mieten hier ja nichts. Deswegen müssen wir das leider kaufen. Komplett Standard. Ja, blöd gelaufen. Mist, ich hätte gedacht, ich schaffe das noch. Ja, ich weiß, ich könnte theoretisch Autodrive losschicken. Der würde ja auch ohne Sprit fahren, aber nö. Ist jetzt ein bisschen doof. Will ich jetzt auch nicht. Deswegen, ja, jetzt haben wir ein Dieselfass. Da können wir jetzt auch zur Not immer wieder Diesel irgendwo hinbringen, wenn wir was brauchen. Müssen das halt nur einmal auffüllen. So. Und ja, ist halt jetzt blöd gelaufen, ne? Man kennt's. So. Ja, jetzt fahren wir die paar Meter gleich selber rüber, weil hier hinten ist ja gleich eine Tanke und dann fahren wir mal hoch. Weil jetzt ist jetzt anders gedacht als ist jetzt anders geworden als geplant. Ne? Ja, blöd gelaufen. Das Blöde ist natürlich, jetzt steht nicht nur der Roder, sondern auch die beiden Abfahrer. Ja, jetzt steht die komplette Kette. Wenn nur ein Abfahrer stehen geblieben würde, geblieben wäre. Ja, deutsche Sprache, schwere Sprache, dann wäre es nicht so tragisch, weil ja, Roder macht halt weiter. Aber wenn der Roder steht, dann geht halt bei der Ernte gar nichts mehr los. Deswegen, hier könnte man auch elektrisch laden. So, machen wir den mal voll hier, den Hobel. R. Ah, jetzt fährt. Zuerst hat er also den Traktor getankt. Naja. Ja, gut. Da müssen wir den halt voll machen. Ich frage meinen Freund, wie viel passt denn da rein in das Dingens? 1300 Liter. Der ist schon zweimal leer geworden. 2000, ehrlich jetzt, 2600 Liter, verbraucht ihr wirklich so viel? 2600 Liter. Naja, gut. Der ist jetzt. Was habe ich da gesehen bei der Anzeige? Der hat so um die 300 bis 350 Liter die Stunde verbraucht. Ist er jetzt wirklich so viele Stunden unterwegs? Naja. Naja, also das könnten wir eh nachgucken. Und zwar. Hier. Da, Rübentechnik. Ja, gut, 7 Stunden ist er schon unterwegs. 350 mal 7. 350 mal 2 wären 700, mal 4 wären 1400. Ja, kommt hin, kommt hin. Das kommt definitiv hin, ne? Mit den 10 Betriebsstunden bei so um die 350 Liter pro Stunde Verbrauch. Ja. Aber jetzt können wir den eh zweimal wieder auffüllen. Passt. Ja, kostet mal schlanke 4.700 €. Mann, oh Mann. Aber das ist noch ein guter Kurs, oder? Jetzt stellt euch mal vor, wir hätten da einen Preis von 2 € die 1000 Liter. 2 € die Liter. Ja. Da wären wir jetzt bei über 7.000 gewesen. Also auf der NF Marsch haben wir noch günstige Dieselpreise. Läuft. Zumindest irgendwo haben wir ein bisschen Glück.
Okay, jetzt düsen wir mal hier entlang. Ich glaube, hier geht es irgendwo rüber. Hier, genau hier war der Park. Da fahren wir einmal außen rum. Ja, Weg kenne ich. Da finden wir schon hin. Oh, jetzt tanken wir den auf und dann können wir den schon wieder weiterschicken. Ich gehe mal davon aus, dass der mit der nächsten Tankladung dann durchfahren sollte. Aber zur Sicherheit lasse ich den Steier erstmal oben stehen. Wer weiß das, ob der nicht nochmal leer wird. Wäre ja auch blöd. Und im Moment brauchen wir den Steier eh nicht, deswegen stellen wir den mal ab. Na gut, wir würden ihn brauchen. Wir haben ja dann die Heumissionen am Stissel. Naja. Aber mir ist lieber, der steht da oben im Dieselfass und ist als Backup für einen Roder da, bevor der wieder mal irgendwie stehen bleibt. Das wäre nicht so tolle. So. Wir haben wieder 6000 Euro an Lohnzahlung in dieser Stunde gezahlt. Also das muss man sagen, wir zahlen wirklich sehr gut unsere Helfer. Also von denen her, solange Sprit im Tank ist, sollten die problemlos fahren können. Ein Thunder Creek Equipment Dieselfass, ja. Das Ding gibt es auch schon so lange, oder? Der war ja im 19er, war der im 17er auch schon drin? Ich glaube schon. Ein Autoanhänger-Dingens. Ich glaube, der war damals auch schon drin. Also der ist auch schon ewig dabei. Achso, das habe ich bei der letzten Folge ganz vergessen zu sagen. Im Livestream, da war ja der gute, ich glaube, Silvenstein war da. Und der hat ja auch gesagt, angeblich soll da in der nächsten Woche dann ein Update kommen vom guten Fett. Produktionstechnisch. Da soll ein bisschen was kommen, ne? Unter anderem auch, dass die Produktionen jetzt dann elektrische Energie brauchen. Also Sonnenkollektoren oder BGA-Energie, irgend sowas, Strom brauchen sie halt. Ja, ja, also müssen wir uns ranhalten. Wir sind ja immer noch mit dem Ziel dran, das Sägewerk zu kaufen. Und da brauchen wir die 1,5 Millionen Euro. Jetzt sind wir mal ein bisschen wieder weg, aber wenn wir die Missionen hier ballenpressen und so rankommen, da kommt schon wieder ordentlich Knete zusammen. Allein beim Heuballenpressen, da kommen schon 300.000 Euro zurück. Und dann die anderen, die Maislegemission müsste ja bald mal fertig sein, sind auch 270.000. Also da kommt schon ordentlich was wieder rein. So, moin. Grüße. Ibims 1 Tankwart. So, jetzt ist halt die Frage, wo ist da der Dieseltank? Wo hat der einen Diesel-Einfüllstutzen? Das ist halt die Frage, ne? Weiß das wer? Hier hinten? Ja. Ich meine, es ist zwar egal, aber mich würde es jetzt interessieren. Wo hat der einen Diesel-Einfüllstutzen? Ich hätte mal gesagt, hier hinten irgendwo. Wahrscheinlich muss man da eine Klappe aufmachen, oder? So auf die Schnelle sehe ich jetzt nichts, was rausleuchtet und sagt, hallo, ich will Diesel reingefüllt haben. Nö. Ja gut, ich fahre dann einfach mal hinten ran. Ja. Beziehungsweise da auf der Seite ist ja egal. Da. Wieder voll? Jo, wird voll. Perfekt. Dann saugen wir hier mal ab und dann geht's schon weiter. Da hinten die Abfahrer warten eh schon die wütende Meute. Und klapp mal auf den Hobel. Jetzt haben wir schon 40% drin. Jetzt haben wir schon 50%. Also das ist ganz praktisch hier. Die SIM-Dashboard-Anzeige, da sieht man im Prozent genau. Ich habe mir gedacht, das geht sich schon noch aus. Das letzte Mal, als ich vorbeigetappt habe, waren noch, ich glaube, 7 oder 8% drinnen. Und ja, dann war ich eine längere Zeit weg, als ich da ein bisschen was eingestellt habe. Und dann war es doch zu spät. So, 100%. Weiter geht's. Adios. Na gut, und den lasse ich hier mal stehen, ja. Ja, 64% sind drin. Also theoretisch könnte man den noch einmal aufladen. Ich lasse den hier mal so stehen. Okay. Perfekto. So, und wir müssen uns jetzt hier ranwagen. Die restlichen Bällchen aufsammeln. Damit das auch, ja, beim Vorgewende nicht irgendwo in der Quere liegt.
So. Das muss natürlich auch gemacht werden. So, sammelt er auch auf. 15, 16, jo, sammelt. Perfekt. Ah, der ist schon da der zweiten Vorgewendebahn. Ui, jetzt müssen wir uns aber beeilen. Jetzt müssen wir uns aber beeilen. Eventuell werden wir die Ballen irgendwo auf der Seite abwerfen. Es geht ja nur rein darum, damit der Mähapparillo und die Ballenpresse dann kein Problem haben mit den Ballen, die hier rumliegen. Aber jetzt haben wir noch ein bisschen Platz. Wir haben ja 42 Ballen oder so war da. Weiß jetzt nicht, ob das die Quaderballen oder die Rundballen waren, die Stückzahl. Da habe ich jetzt nicht geachtet. Was waren das bei 21? Waren da genau 50%? Vermutlich. Ja. Hier liegt nichts mehr. Ja, der ist schon in der letzten Vorgewendebahn. Und da vorne düst auch der Mähapparillo rum. Also das ist immer eine gefährliche Kombination. Wenn die da sich irgendwo kreuzen, deswegen werden wir da jetzt mal vorbeischießen. Achtung! Achtung! So. Passt. Ist halt die Frage, wo legt er den Ballen ab? Weil den nehmen wir noch mit und dann werden wir das auf der Seite irgendwo abladen. Das passt ja. So. Weil die können hier ruhig liegen bleiben. Die sind nicht so tragisch, weil hier fährt er eh nicht mehr rum. So, was haben wir jetzt? 73%. Ja gut. Da können wir noch ein paar mitnehmen. Und die werden wir, wie gesagt, da vorne auf diesen asphaltierten Platz werden wir die mal ablegen. Ah, macht er noch eine dritte Lage drauf? Ehrlich jetzt? Jui. Er macht noch eine dritte Lage drauf. Aber wie gesagt, das sieht schon sehr viel besser aus, wenn hier das komplett bis hier keine Luft mehr dazwischen ist. Das sieht sehr viel besser aus. Ne? Das passt genau. Läuft. Also der macht nicht komplett zu, sondern der lässt vorne und hinten wahrscheinlich eine Reihe aus. Ja, kann man machen. So, jetzt hätte man den aber vermutlich gar nicht. Aber den ruhig mitnehmen können. Naja, dann drehen wir hier nochmal. Ja, das der ganze Ding, das wird schon ein bisschen schwer sein. Das ist gut, dass der Valtra ordentlich Leistung hat. Und natürlich, dass der Wagen auch 5 Achsen hat. Also wir bewegen jetzt 7 Achsen im Moment. Mann, oh Mann. Hat der Lenkachsen? Nee, oder? Nö. Nö. Nö, hat keine Lenkachsen. Okay. Habe ich mir verguckt. Hat so ausgesehen, als hätte der Lenkachsen. So, das heißt, den einen Ballen holen wir uns noch und dann drehen wir um. Ja, dann haben wir aber das Vorgewende schön saftig-knaftig abgeerntet. Und das heißt, wenn der Mähapparillo, der Johnny, dann fertig ist, können wir den weiterschicken auf die großen Heumissionen. Da stellen wir dann um auf Breitablage, weil da muss er nicht schwatt legen. Weil da müssen wir ja sowieso mit dem Wender drüber. Und ja, dann geht es weiter ans völlige Ballenpressen. Und ich schätze mal, dann wird es soweit sein, dass man auch das zweite Lager platzieren. Ich habe ja vorhin nachgeguckt und zwar beim Lager. Da gibt es ja anscheinend einen Bug, dass das Ding einmal hier nur 500 Euro kostet. Ne? Die zweite Dingens kostet nur 500 Euro. Das ist ja angelehnt an das, kostet ja auch 176.000. Das heißt, ich werde dann vermutlich hier die restlichen 175.500 einfach so vom Konto abziehen. Aber das mache ich dann eh in der Aufnahme, damit man eben für beide Gebäude 176.000 bezahlen, weil ja, es ist ja das gleiche Gebäude und ja, muss ja auch gemauert werden. Wir brauchen das Bauholz, also ja, muss auch bezahlt werden, ne? So. Ah, der hat wahrscheinlich wirklich 42 Ballen Platz. Das ist ja gut, das ist ja sehr gut. Das zwei nehmen wir noch mit und dann. Warte mal, ich wollte da ja nochmal gucken. Hat der jetzt hier schon das Vorgewende komplett, wo muss man hin, hier, schon komplett ab mitgenommen? Das heißt, der geht dann in die Bahnen. Jo, dann könnte man den eigentlich losschicken zum Abfahren. Jo, können wir machen. Können wir machen. So, ich habe gehört, die gehören in die BGA Nord, oder? Wie war denn das? BGA Nord?
Ja, und sonst die anderen, die sind auch bei Gärtnerei, Gärtnerei, Gärtnerei. Das sind dann die Heuballen und die ganzen anderen BGA-Nord, gerne. Die ganzen Silageballen, alle BGA-Nord. Mann, oh Mann. Ja, die BGA, die braucht ordentlich Futter, anscheinend. Aber kein Problem, wir sind ja da. Aber ich würde sagen, für diese Folge soll es das gewesen sein. Diesmal halte ich mich auch an die 15 Minuten. Die letzte Folge ist ja ein bisschen länger geworden, 2 Minuten. Aber ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut auch bei der nächsten Folge wieder rein. Bis dann. Ciao.